stand aber nicht in den Vereinbarungen, dass wir hier abgeschleppt werden. Sicher von mir? Das sind meine Vereinbarungen. Ach so, ich wollte jetzt gleich eigentlich anfangen. Du kannst mir gern von Ocean hinter den Stadel, bitte. Wer Stadel ist, schreibt es hinter die Kommentare, ja? Hinter die Kommentare, ja. Hinter die Kommentare. Immer wieder sonntags. Ganz wichtig, hinter die Kommentare, ja? Ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Und nicht in die Kommentare, weil auf keinen Fall, wer es in die Kommentare kriegt, schreibt, ne? Der kriegt hier echt Haue. Echt, also wer was in die Kommentare kriegt, ne? Der ist richtiger Bad Boy. Bad Boy. Was denn? Ah, der Ping hält sich gerade mal. Zack, ein 100er Ping. Hast du nicht hier schon deine Samen versprüht? Ups. Warte mal, wo? Muss ich noch irgendwo düngen eigentlich? Wäre ich noch gebraucht irgendwo? Guck mal, ist hier jetzt schon gedüngt? Du bist sinnlos. Lehrling, du darfst heimgehen, du hast Feierabend. Na, klasse. Morgen mal braucht ihr. Dann fahr ich einfach mal mit. Ach, guck mal, ein Holländer-Zirkus, ganz viele Wohnwagen. Oh, da muss ich auch noch reinliefern. Ups. Aber du diskriminierst Holländer, hab ich doch gerade erfahren, und Schweizer. Ja, ist der fliegende Holländer. Auch Österreicher. Arschloch. Also jetzt muss ich mich selber verteidigen. Okay, jetzt guckt bitte auf die Kasse, guckt auf die Kasse. Welche Kasse? In 5, rechts 4, 3, 2, 1, 6.000. Geweg! Boah, wir haben 10.000 geknackt, yeah! Nice. Zeitbonus. Wenn wir nicht mal total geil sind, Erik, hier, gehst du bitte schnell zum Kercher und sprühst die 162 Euro aus. Was soll ich fahr jetzt meine Reine, Jung. Mach, geh, du checkst. Achso, ja, ich... Oh ne, das ist zu weit. Ich geh jetzt zur Edelnutte. Was für Dorf Prostituiert? Erik, wie ist das eigentlich geworden? Man hat dir doch eine Edelnutte bestellt. Ist da was draus geworden? Nein, ist es nicht. Oh, schade. Es hat sich nur rausgestellt, die Edelnutten war ich. Achso. Achso, Erik. Ich geh da mal grad tanken fahren, ne? Natürlich. Wenn man da mal gerade so vorbeikommt, kann man das hier machen. Aber Arne, unter zwei Pimmel. Da bin ich wieder. Ich hab einen Anhänger, juhu. Ich hab einen Anus. Ach, du auch, Mensch. Mensch, du auch. Das ist ja der Hammer. Schon zwei Dinge, die wir gemeinsam haben. Bin ich jetzt in... Philly, ja, denn nicht. Ich bin endlich beliebt. Also ich weiß, warum ich mir das Bier hier hingeholt habe. Das hältst du anders nicht aus. Anders hältst du das echt nicht aus. Genau. Was geht's los? It drift! Jetzt tanken wir ganze 16 Liter nach. 16, aber 16. Jetzt übertreib mal bitte nicht. Fragezeichen. Mein Traktor ist im Arsch und meine Seemaschine ist auch im Arsch, die tut nichts mehr. Fertig. Wie hast du das geschafft? Also ich muss ja echt sagen, das Projekt macht mir viel mehr Spaß, wenn wir alle so was tun, aber irgendwie Scheiße labern. Wir labern doch nicht Scheiße, echt mal, wir labern doch hier nein, total. Die Scheiße haben wir ja eigentlich bei Andreas drin. Also Scheiße, ja stimmt. Scheiße, nee, die habe ich gerade abgeworfen, Andreas. Die habe ich gerade schon abgeworfen, abgestellt. Wie ein Affe oder was? Du hast die Scheiße abgeworfen. Ich habe die Scheiße was abgeworfen. Was ist denn jetzt eigentlich mit deinem San Andreas dran? Ja, deinem San Andreas dran. Mit Multitheft Auto ist vorbei. Oh. Aber eine Runde Mitleid. Na gut, nein, nicht für Erik. Eine Tüte Mitleid für den Erik. Das ist ein Spiel. Das ist nicht so, als ob das meine Freundin wäre. Du hast damit Schluss gemacht. Wie konntest du nicht? Boah, drift schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Bonnie, bist du schon deine Samen am versprühen? Ja, immer. Der ganze Feld ist schon weiß. Ich fange dann auch mal an, hier in der Region zu mähen, ne? Warte, das Feld ist weiß. Das hat geschneit! Das war jetzt das Unlustigste, was er den ganzen Tag hier hat. So, 29 ist jetzt auch fertig geprobert. Soll ich mal GEMA-Musik laufen lassen? Warte mal gerade. Nein, tu es nicht. Nein. Kannst gern machen. Geh mal. Geh mal nach Hause, ey. Oh Gott, war der schlecht. Wir müssen uns doch hier noch weiter unterbieten. Das kann doch nicht sein. Wo ist denn die Putzschlampe? Ich brauch mal hier. Ich brauch mal auch jemand, der meinen Traktor selber sauber spritzt. Ich lauf hinter dir, Herr Füll. Ja, komm her! Putzschlampe, ich brauch mal. Alle mal bitte zum großen Waschtag. Ich bin schon sauber. Ich bin auf dem Weg.
Guck mal, ein Spielbär. Vor allem, wenn sich alle am Waschplatz versammeln, wäre das eigentlich ein guter Folgenscreenshot. Warte mal grad. Spielbär, bleib mal gerade stehen. Warte mal. Ja. Muss ich eigentlich mehr leer legen? Keine Ahnung. Ich habe ihn nie gesehen. Ich versteck mich gerade vor dir. Ich versteck mich gerade, weil ich gerade zu faul bin zur Arbeit. Sag mal, das ist aber eine schlechte Benotung von mir. Hilfe. Das nenne ich Kunst. Das ist toll. Mein Traktor ist schwerer als deiner. So, guck mal, jetzt kann man aber auch hinten drauf mal schön sauber machen. Ne? Warte, ich mach mal hier an. So. Darf ich mal einen Kercher kaufen? Gut. Das sieht sehr schön aus. Jetzt kann ich eigentlich auf dich drauf fahren dann? Ups. Geh weg. Wieso das sieht aus wie bei King Kong irgendwie so. King Kong gegen Godzilla. Oh. Könnt ihr eigentlich kaputt gehen dabei? Nee, ich glaub nicht. Komm mal drauf, fahr drauf. Kann ich ja weitermachen. Halt mal die Gabel so nach oben dabei. Vielleicht kannst du das? Bitte was? Die Gabel so nach oben? Ey, wir reden jetzt mal bitte nicht mehr durcheinander. Nicht? Wie benutzt man das Ding? Wie geil das aussieht. Das hab ich schon. Warte, ich muss jetzt, ich hab das Gamepad, ja, warte mal grad. Ja. 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 So, komm, jetzt fahr mich nach Hause, mein Zinktank ist leer. Mein Grubber muss noch sauber Christian, gemacht werden. Geh mir aus dem Weg. Wie geil. Wo ist zu Hause, frage ich mich gerade. Mama, bring mich nach Hause. Den Grubber bitte. Links. Ich kann das nicht. Kannst du. Phil, du gehst unter. Nein! Nein! Ja. Warte, ich schieb dich. Oh. Fühl's laut. Das ist ja jetzt unvorteilhaft, wie du da stehst. Da, ich bin wieder blitzeblank. Fuck. Hinte bitte. Ich schieb dich von hinten. Jetzt der Christian. Warte mal, ich setz mal gerade das Fahrzeug zurück. Ich stoß dich von hinten. Warte. Ja, dann stoß mich von hinten. Warte doch. Wir können gerade nicht, bei uns ist gerade interessant. Bleib doch mal stehen. Was denn? Mach's ein bisschen gerader. Echt, das bringt irgendwie gar nichts. Ja, warte, ich setz das scheiß Ding zurück. Nee. Da, Fahrzeug zurücksetzen. Wo sind wir denn? Boah, was ist denn das? Jetzt fliegt das Ding. Das bin ich. Ja. Fahrzeug zurücksetzen. Wirklich zurücksetzen. Ja. Wurde auf den Hof zurückgesetzt. Warum hast du jetzt den Drescher zurückgesetzt? Du stehst zurückgesetzt? Da noch. Hab ich auch gar nicht. Irgendjemand hat den Drescher gerade zurückgesetzt. Ich hab das blaue Ding ausgewählt. Ja, das war gerade ein Drescher. Nein, mein Traktor ist blau. Ja, du kannst aber mal reintammen. Der Drescher steht jetzt am Hof. Ja, keine Ahnung, warum das jetzt passiert ist. So, das blaue Ding wähle ich jetzt aus. Da. Fertig. Fahrzeug zurücksetzen. Ja. Joho, danke, Erik. Pass auf, jetzt ist irgendwas. Warte mal, das Teil da vorne, das kann ich doch nehmen, oder? Mit meinem Traktor? Müsstest du, ja. Komm jetzt weg. Muss ich aufpassen, dass ich nicht den Teil dahinter da noch. Das, was auch immer das ist. Nein! Ach, Dreck. Wachstum. Erntereif ist leider noch nix. Nee. Ja, ich bin dabei, dass ich das sehe, aber das Ding ist scheiße. Was muss ich drücken, um die vorderen Dinger dran zu machen? Ja, warte, ich kann nicht, du hast keinen Frontlader-Trecker. Warte. Okay, dann vergessen wir das. Ja, was mir aufgefallen so ist, komm ich wieder dran. So komm ich wieder dran. Irgendwie da schon wieder. Ich glaube, wir müssen irgendwie abmüchsen. Au! LPT-TV. Also wirklich. Das ist schon fast auf RTL-Niveau, mein Freund. Das war jetzt eine Beleidigung. Apropos RTL-Niveau, da fällt mir noch was Lustiges ein. Nein, jetzt mach nicht mit RTL an. Nein. Das N in RTL steht für Niveau. Das ist gut. So, das passt auch gut zum Thema Niveau. Auf der Gamescom war ich ja am LS15-Stand gewesen, ja. Und das Geile war, da sind Leute in Kuhkostümen rumgetanzt und haben Werbung für das Spiel gemacht. Das ist mit Abstand verstörendste gewesen, was ich auf der Gamescom gesehen habe. Ohne Scheiß. Die Leute von LS5, die haben LSD geraucht. Für mich war das verstörendste, wo die Kuh, die da war, also die Leute, die verkleidet waren, wo die Stage-Diving gemacht haben. Mit der Kuh. Und ich glaube, davon gibt es auch ein Video. Aber bitte, wenn sie von RTL redet, beleidigt, wenn ich das komplette Unternehmen, also die komplette Bertelsmann. Bitte beleidigt die komplette. Warum steht hier ein Mähdrescher ohne Schneidewerk auf unserem Hof? Ja, weil das zurückgesetzt war. Keine Ahnung, das ist so, Ich weiß nicht. Conny, was? It's not a bug, it's a feature. Ja, natürlich. Will noch einer hochgehoben werden mal, so, aus Spaß? Nee.
Ich fahr mal weg. Tschüss. Ich hätte dich aus deiner scheiß Ausbildung rausholen können, aber du hast es verweigert. Komm, der Lehrling. Bleibst du. Bei Bier. Ja, genau. Kaffee Erik, kochen. Bleib mal stehen, Erik. Erik! Ich hab leider keinen Front. Oh, ich kann nicht lenken. Ach, kann ich hier eigentlich neben dem Let's Player TV mit meinem Anhänger herfahren und dann kommt da das die Saat da oder nee, die Ernte da rein? Gerade sehr ich überfrage nicht, ich kann nicht wieder herkommen, ich fühle mich da so einsam. Du bist leer, okay. Ich wollte bloß das Mähwerk. Ich klau dir das jetzt. Schneller. Nein. Wäre du uns nur ein bisschen spielen. Ja, lol. Warte. Ich würde mal sagen, wir lassen uns jetzt mal ein bisschen von Phil das Spiel erklären, weil ich glaube, der hat am meisten Ahnung von uns allen. Jetzt Phil, erst nach 50 Minuten lassen wir uns das Spiel erklären. Das ist natürlich super. Jetzt warte mal. What? Sag mal, so arbeitet sie eigentlich? Ich bin voll fleißig am Sehen und ihr macht's gar nichts. Das ist voll unfair. Wir müssen ja alle auf dich warten hier. Das wurde ja schon für arbeitslos erklärt hier. Wie geil. Mein Lehrling holt mir nicht mehr Leberkasse einmal. Also die Physik ist schon ein bisschen besser geworden, muss man sagen. Also manches Physik macht ist realistisch mittlerweile. Nicht also ganz, es macht schon Sinn. Dort meins. Also, so, einmal einen Phil hochheben. Geh weg. Hilfe. Ey, ich kann das nicht. Entschuldigung, Phil. Jetzt verschiebe ich dich hier voll. Jetzt bin ich beleidigt. Er hat mir meine Nägel abgebrochen. Tanz der Traktoren. Wir machen hier ein Sandwich. Bam 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 bam. Hi Erik. Andreas, du kriegst die Kündigung, gell? Du bist bis jetzt noch auf dem Pferd gewesen. Mit was denn? Was soll ich denn machen? Andreas, ich stell dich ein für das Doppelte, was Conny. Wo bist du denn? Wo bist du denn eigentlich? Ja, ich bin einsam auf Pferd 38, bei mir ist nichts los. Ja, wir können ja nichts machen, weil du am Schuften bist da. Wollt ihr jetzt die Saubermachschlampe? Ich bräuchte die Saubermachschlampe. Die Saubermachschlampe bitte zum Hochdruckreiniger. Vielen Dank. Ich werde verfolgt gerade. Das ist kein Hochdruckreiniger. Ach, Quatsch, ich stalk dich auch nicht. Felix, überhaupt nicht. Wenn du mal wieder eine Mission machst. Ja, ich bin aber dreckig. Du bist doch allererstes Sau. Bitte was? Ey, ich muss jetzt ganz kurz eine Pause machen, weil ich trage euch nicht. Ich trage euch gerade nicht. Toll, ich muss mit dem Mähdrescher hier rumfahren. Der Christian, der lebt da noch super, endlich. Lebenszeichen. Ich lebe schon die ganze Zeit. Ich sehe den gar nicht in deiner Hand, Erik. Ich weiß, das ist einfach so eine PNG-Animation. Oh Gott. PNG. Picture, Liga. PNG mit freundlichen Grüßen. Ach, PNG. Mit freundlichen Grüßen. Die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf. Conny, ich komme. Ja! Ey, Alter, ja! Fick dich! Oh Gott. Ja, sag mal, ich bin doch. Das ach, danke, bin Erik. So fleißig und wahnsinnig. Das ist so unfair. Sag mal. Verkauft jetzt alles, was unnötig ist, und wir kaufen uns da jetzt. Verkauft boah, jetzt ein Glück Kerker? Du meinst, ich soll mich selbst verkaufen? Ja. Das geht auch nicht. Wir können jetzt weiterarbeiten, wenn du fertig bist mit dem Feld. Wir kaufen ich mal, ich, jetzt. Ich melde mal alles ab, was mir in die Nähe kommt, ne, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Gras können wir übrigens auch verkaufen. Ja, ich fahre hier schon die ganze Zeit Gras ab. Meistens überall, wenn ich irgendwo hinfahre. Wir kaufen uns dann eine zweite Seemaschine, dann kann das Spiel endlich einmal. Bringt es das eigentlich? Des Seers lernen. Ich bin ein ausreden. Seher. Nein. Das gefällt mir. Ich bin ein Seher. Ich hab das Recht, dass ich ausrede. Verdammt nochmal. Kann man das Gras irgendwie aufnehmen? Warum hat eigentlich noch niemand auf Feld 29 was gesehen? Wenn die verkackte Scheißding nur 100 Meter breit ist! Krass jetzt mal! Wer verbraucht eigentlich mal ein gutes Geld? Ja, ich! Wir können den Flug verkaufen. Das ist mein Bierverbrauch! Brauchen wer möchte was zu tun? Und dann können wir nicht mehr fluchen, ja. Oh Gott. Es tut mir leid. Mal zum Hof. Dafür komme ich jetzt in die Flachwitzhölle. Du fährst ja, zum Hof und dann fährst du den Flug zum Händler und verkaufst den. Okay. Ich habe den Flug brauche ich. Ich nehme jetzt gern Kredit auf. Wo steht denn der? Oder Christian macht das. Christian sitzt ja schon im Reihen. Keine Mission verfügbar. Ja, super.
buchen mal. Kann man Kredit am Mobil aufnehmen oder geht das nur bei der Bank? Wir haben schon Kredite aufgenommen. Wir haben sicher nur den maximalen Kredit, das kann nicht doch sein. Ich habe immerhin aufgenommen für den Traktor. Spielst du auf einfach oder spielst du? Du hast schon einen Traktor gekauft, Spitze. Ja doch, ja, ja für doch. Die Mission. Kauf eine Seemaschine. Viel gescheiter. Ja, die Missionen bringen ja Geld, wenn die gemacht werden. Ja, aber er macht's ja nicht! Ja, dann da kann ich ja nichts für. Das doch, bringt das Konzept. Wenn wir 50.000 haben, können wir uns einen neuen Grober Seemaschine kaufen. Ja, warum bin ich wieder mit dir befreundet? Das sind so circa 10 Missionen. Wenn der Gas gibt, dann. Ja, wenn man die Mission. Geh mal schnell den Flug verkaufen. Gerne! Oh, Felix, du bist echt, du bist echt ein kleiner Schüpfwusten. Ich würde gerne was. Chemische Lieferung. Ein wichtiges Laborexperiment wurde wegen einer ausstehenden Lieferung auf Eis gelegt. Holen Sie die Kühlbox und bringen Sie diese zur angegebenen Adresse. Auf Eis gelegt, das ist meine gute Kombination. Ich kann alle töten. Was? Gib dich nichts an, Erik. Felix bringt jetzt den Ebola-Virus. Wo finde ich jetzt das, was ich verkaufen muss nochmal? Ebola ist nicht lustig, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, hat der andere. Hat jetzt schon mal jemand den Flug genommen? Das suche ich ja gerade. Wo ist denn der? Ich hab den Flug gerade an mir und bin fast vorm Shop. Okay, das ist klar. Ach so, deshalb ist der Flug. Das wird 29 schon fertig. Der Flug ist weg. Verflucht und zugenäht hier. Oh Gott. Der Flug ist weg. Da kannst du direkt mit in die böse Witzehölle kommen. Ja. Da bin ich schon längst. Ja, habe ich schon fertig gebobert. Aber bevor du da anfängst zu sehen. Das Licht aus. Lass das schon mal die Zeit durchstellen, dann werden die zwei Felder fertig. Dann können wir die schon mal berechnen. In der Zeit kannst du schon wieder sehen.